Willkommen zum ersten Tag der Tri-Brigade-Themenwoche. Wenn ihr übrigens auch noch Tri-Brigade-Decks einschicken wollt, das geht noch. Aber das erste heute kommt von Verdammter Typ. Ist eine Kombi mit allem möglichen Extendern, um auf eine Epic Avian Negate-Kombo zu gehen. Schauen wir mal, ob wir die zusammengebastelt kriegen. Yu-Gi-Oh! Jura-X. Nee, Jura-Rex. Jura-Rex, okay. Was auch immer. Auf jeden Fall fängt er an, das ist un... okay, fang an, Kollege, gönn dir. Fang an. Wenn, außer er spielt Adamant, weil dann kommt nein, er durch die Kleine Gates Adamant. Durch. Oder? Was war der denn nochmal? Nein, das ist Dinosaur, das aber ist was Dino. Macht denn? Hilft es? Vorschlag, nein. Ja, das kriegt eine Impermanenz. Das kriegt indeed eine Imperm, ja. Weil wenn er Fieldspell oder so hat, dann zielen wir da nachher gar nichts mehr. Weil das muss jetzt nicht sein, dass der Baby zerstört und sich dafür einen Oviraptor sucht. Okay, das okay, das okay. Ja, das ist okay. Okay. Spielt der mit Invoked? Das Gefühl kriege ich gerade auch. Ach ne, er wollte den Dino und nicht Dino in den Friedhof kriegen. Vorschlag, nein! Ein Glück, dass wir uns eine Ash aufgehoben haben. Ja, voll. Ich hatte eigentlich keinen Bock, einen Dino in der Fresse zu haben. Den will der gar nicht. Okay, mehr hatte er nicht. Ah, there we go. Da müssen wir fangen trotzdem mit einer Tanky an. Natürlich fangen wir mit einer Tanky an. Ich weiß legit gar nicht, was die uns alles fischen gehen können. Ich glaube, so ziemlich das halbe Deck. Okay, an der andere ist Beast, nicht Beast Warrior. Dann wohl ein Tengu. Der Reborn Tengu sieht indeed ganz gut aus. Der ist auch ziemlich gut. Mhm. So, dann backeln wir mal unseren Hampelmann auf den Friedhof. Mhm. Und das bitte nicht ashen. Dann gehen wir einen Zeras suchen. Dann können wir den Zeras normal. Oder wir suchen jetzt noch einen von den. Ah ja, stimmt. Okay, dann müssen wir den wohl normal. Schade, dass wir den nicht specialen können. Also können wir schon, denn ja, nicht, zwei hat einen Effekt. Ja, aber halt nicht einfach so. Deswegen wird bald halt noch mehr, aber so geht's auch klar. Was? Ah! Wir hätten den auch. Ja, indem wir den hier discarden. Ah, es ist Heads of Card Leaves the Field. Tengu hat eine Sicherung. Yeah. Okay, dann machen wir mal Zeras und holen mal den Link 2er. Ganz so bekloppt ist Tengu dann auch nicht. Aber schon ziemlich solide. Nicht, wenn jetzt eine Ash kommt. Warte, es kann keine Ash fressen. Ein Veiler kann kommen. Ja. Das ändert aber nichts daran, dass Tengu solide ist. Okay, dann latschen wir mal über seinen Gardner drüber. Mhm. Und sagen Go. Ich meine, wir haben noch eine Ash. Ja. Und ich meine, komm, ne? Wir hatten Ash im Pump, da darf er jetzt auch einen Veiler haben. So fair sind wir dann schon. Ja. Er nimmt natürlich keinen Schaden, weil Gardner einen Effekt hat und dann haben wir einen Go. Ja, gut, die 200 können die ja. Ja. So, aber je nachdem, was die anderen Karten aus der Hand sind, steht die Chance dass, ganz gut, dass die Ash durchaus ausreichen kann. Ja. Setzen wir ihn auf... Okay. Ich wollte gerade fragen, setzen wir ihn auf Normal Summon Ovi? Hat er noch eine Pille oder was? Also wenn er eine zweite Pille hat, dann fängt die sich die zweite Ash. Da ja, kenne ja. ich nix. Okay, nö, der... Das kann nicht Wurf gewesen sein. Nein, eigentlich nicht. Aber jetzt haben wir Normal Summon Tengu und den Tri-Brigade Spell. Wir können aber auch erstmal ganz blöd nach einer Tengi für den nächsten Frag... Den Vierer halt, der wo nicht Tengu ist. Fraktor. Sag ich doch. Nachdem können wir erstmal blöde Fragen und fragen, ob wir nochmal Navel suchen können und nochmal Zeras suchen können. Meine. Ja, klar. Allerdings hat er eben keine Ash-Karte, also würde er jetzt auch keine haben. Ja. Also nicht, aber trotzdem müssen wir irgendwie unser Friedhof-Setup wieder kriegen. Von daher. Ja, ja. Ich würde nämlich vorschlagen, weil ich glaube, wir haben jetzt ziemlich Hardcore-Kill. Glaube ich, würde ich jetzt erstmal mit Zeras anfangen und gucken, ob wir dafür einen Veiler kriegen. Können wir auch machen. So, bleibt bei 2 natürlich.
Okay, wir kriegen keinen Wähler. Ja, dann hallo. Felidjet. Das auf jeden Fall. Felidjet? Ist das das Zodiac-Viech? I don't know. Der Rabbit? So, der müsste jetzt sich so aktivieren können und den Tango aus der Hand specialen können. Ja, kann er. Okay. Dann haben wir mal den Tengu. Dann können wir noch einen Hampelmann aus dem Deck holen. Richtig. Ihr sagt nur Attacke oder weniger. Das muss nicht bei Typ oder irgendwas übereinstimmen, oder? Nee, das kann einfach den 1900er Tengu nehmen. Und mal alles holen können. Dann können wir einen Zephyros holen. Oder eine Rescue Cat. Die hat keinen Effekt. Ah ja, stimmt, das Viech wurde content negated. Ja, dann nehmen einfach einen Zephyros. Dann können wir eine Tanky wieder recyceln. Genau, das war die Idee. So, dann können wir jetzt mit Tengu und dem Zweier in den Dreier gehen. Einfach nur als Zwischenstufe für den Access Code. Du meinst den Tri-Brigade Dreier. Ja, genau. Den da. Ja, genau. So, dann müsste sich der Tengu eigentlich exakt. Genau. Und der andere darf auch gerne. Da ziehen wir eine und gucken, ob wir was drunter packen. Also irgendwas müssen wir drunter packen, die Frage ist was. Ich glaube, den Dynaterium brauchen wir gerade nicht mehr. Nee, den brauchen wir nicht mehr. Zu viel Setup. Ja. So, dann können wir jetzt mit dem Dreier und dem Tengu in den Access Code gehen. Der sich mal maximal boostet. Genau. So, ja. Und hallo, nächster Tengu. Achso, der braucht was gekonnt. Ja. Warum nicht? Chainblocken was halt. Ja. Nein, das machen wir nicht, weil auf Access Code kann er nicht reagieren. Stimmt. Und ich meine, die 300 Attacke auf ein Viech, das uns eh keinen Kammschaden machen lässt. Glückwunsch. Das schießt mir sowieso kaputt. So, Effekt Access Code, sein Link-Horribus ist tot. Haben wir schon Liefel? Mathe? 5, 6, 6, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 2, Game. Ja. Angriff tot. Ich wollte jetzt gerade doch mal, kurz nachdem ich gesagt habe, Angriff tot, fiel mir ein, wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz durchlesen, ob die auch alle angreifen dürfen, weil, ne, man weiß ja nie. Aber dürfen sie alle. Das war gerade ziemlich explosiv. Also ich meine, wir hatten eigentlich, okay, wir hatten Tengu, also Tengu ist schon ziemlich gut. Ja gut, und die Sache ist halt die, wir haben den geschenkten Normal zusammen gehabt, weil er den Ceras auf dem Feld gelassen hat. Die hatten wir aber nicht gebraucht. Warte, haben wir genormelt? Ich glaube, wir haben gar nicht genormelt. Nee. Wir haben den nächsten Ceras zwar gesucht, aber nicht geholt. Und der Tengu kam durch den Effekt von dem Blink 2er. Ja. Ups. Ja, wir haben nicht genormelt, okay. Also so ein Zug 2 OTK ist machbar, je nach Blatt. Ja, sogar ziemlich locker easy. Nee, gut, muss ich dazu sagen, wir hatten jetzt nicht so viel durchgrinden mussten. Nee. Aber wir hätten halt an sich, also wenn wir uns durch was hätten durchgrinden müssen, wären wir, glaube ich, trotzdem fast immer auf einem Access Code geendet. Player. Der wieder anfangen will. Oh. Keine Handtrap, aber genug, um ihn umzulegen. Schon wieder Dino, was ist denn gerade los? Ungünstig. Der fängt noch besser an als der Kollege gerade eben. Und wir haben keine Handtrap. Das sind keine guten Voraussetzungen. Mal sehen, was da gleich alles liegt. Ja. Weil also ich meine, wir haben ja theoretisch auch ein solides Blatt. So ist ja nicht. Ja, wir haben auch ein Zeug. Wir haben sogar einige Sachen, die Handtraps rausbaiten können. Relativ unfallfrei. Der hat leider keinen Discard-Effekt hier, den Nabel. Wenn jetzt kann er ein Baby holen, dann braucht der aber... Braucht er dann jetzt noch einen Extender oder kann er den Giant Rex einfach weglinken? Ich glaube, es gibt keinen Link 1 Viech, was mit einem gespecialten Monster geht, oder? Ah, oder er verschwendet den Effekt. Oder er lässt den Effekt einfach. Ja, gut, okay, das. Ist jetzt aber nicht so viel, wie der hätte kommen können. Das ist ein Dolker und ein Pankratopf, da kommt man durch. So, womit fangen wir denn mal an?
Die Frage ist, stört uns jetzt, wenn er seinen Baby wieder auf sein Feld ruft? Pankratops muss ich ja selber wegtributen, ne? Ich glaube nicht, oder? Achso, ja, nicht direkt, aber effektiv muss er's. Außerdem muss das Baby ja zerstört werden, damit der Effekt triggert. Okay, Vorschlag. Wir machen eine Tanky und gucken mal, ob er uns die einfach on Activation kaputt schießt, um sie uns zu denyen. Das wäre natürlich am einfachsten, wenn wir das kriegen würden. Ah! Auch gut, die hätte gestört. Die Challenge wurde gerade schwieriger. Ja, die Frage. Ja, aber ich meine, zurück zu meiner Frage. An sich können wir es uns leisten, ihm das Baby aufs Feld zu geben mit einem Deinaterium. Ja, klar. Dann machen wir den jetzt. Bevor wir andere Monster am Friedhof haben. Dann machen wir den jetzt mal. Ja. Ja, und vor allem besser so, als dass er sich den. Als dass er den Pankratops. Ja, okay, dann haben wir den mal nicht. Warte. Wollen wir anketten? Wollen wir dann einen entsprechenden Stock aus dem Deck haben oder kriegen wir noch einen größeren Stock hin? Ich glaube, wir wollen den jetzt haben. Ja, dann können wir den Ceras holen. Dann können wir die Normals haben für die Rescue Cat benutzen. Der Ceras ist dann negiert. Ach ja, das vergesse ich immer. Aber wir können trotzdem den Stock holen. Ja, wir können Zephyros holen. Langt doch. Ja. Außer du schießt jetzt in Response den Diner mit dem Pankratops kaputt. Was er natürlich gerne tun kann. Ja. Nee, dürfen wir. Okay, ja, dann hallo Zephyros. Dann indeed hallo Zephyros. Wieso hat er den Dolka jetzt gemacht? Weil er uns den Stock nicht geben wollte. Er hätte einfach Pankratops machen können und er hätte was aufs Feld gekriegt. Dann discarden wir jetzt den Vierer. Ja. In der Hoffnung, dass er uns den negiert, weil dann können wir Navel normeln, linken und haben den Navel Search. Ja, perfekt. Okay, da können wir jetzt Navel normeln. Pankratops? Fragezeichen. Ah, er hat noch Pankratops! Ja und? Wenn der Navel killt, dann dürfen wir eine Karte suchen. Wenn der Zephyros killt, kommt der wieder. Ja, okay, Effekt. Wir können ja die Rescue Cat einfach abschmeißen, um den zu specialen, den Ceras. Genau, dann machen wir das jetzt. Das ist aber wirklich alles raus. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich, weil noch eine Sache geht. Das war jetzt exakt so viel, wie wir handeln können. Also die letzte darf jetzt bitte keine Impermanent sein, das wäre voll nett. Ja, also machen wir das mal. Jetzt können wir was Höheres holen. Was holen wir denn jetzt? Holen wir direkt was Großes? Wir können den richtig großen Stock holen, theoretisch. Der kann, was kann der alles holen? Der kann Winged Beast holen und so, ja, ne? Winged Beast, Beast Warrior und Winged Beast. Dann würde ich sagen, holen wir den richtig großen Stock. Okay, dann also 4. Ja. So, alle Mann weg. Braucht eh keiner mehr. Auf unser Feld. So, ja. Effekt die Verdeckte, bitte. Der zielt zum Glück nicht. Alter! Fucking Super Poli. Jetzt ist es aber genug. Ja, dann banischen wir den da. Ja. So, und so. Ja. Was kann der nochmal? Was suchen, oder? Was specialen? Eins von beidem. Add. Okay. Ja, aber wieso nicht noch? Ja, klar. Search nehmen wir mit. Tengu? Wir können den Zephyros noch weitermachen. Ja, Tengu. Den Zephyros kommt ja nochmal. Wir können den Zephyros machen, damit den Zweier holen, damit den Tengu von der Hand, dann geht das auch weiter. Ja, wir können noch, wir können noch. So, jetzt den Zweier. Wir sind gerade durch echt viel durchgegangen. Ja, das ist durchaus wahr. So, den Dreier haben wir ja noch. Ja. Ja, dann können wir easy, dann holen wir jetzt einfach den Dreier. Der nächste Tengu kommt, dann holen wir einen Access Code. Ja, und das ist dann nicht Liefel, oder? Was kann jetzt der Zweier nochmal? Ach ja, ziehen und drunter packen. Genau, ja, machen wir natürlich. Ja, klar, logisch. Weil
Ja, nee. Ja, der Tengu bitte. Den brauchen wir nicht. Du bleibst im Deck. So, Access Code. Access Code. Actually, bei Access Code nicht gut. Weil es kein Liefel ist. Wir hätten lieber Lapodusa holen sollen oder sowas. Ja. Mhm. Gut, dass wir es gleichzeitig gemerkt haben. Nicht gut. Ja. Attack Debuffen. Ja, das war das Attack Deb. Nein, brauchen wir nicht. Nee. Wir schießen den sowieso kaputt. Ja. Wir haben hier so viele Schüsse mit dem Access Code, den müssen wir nicht geizig sein mit. So, ja, Attack. Kaputt schießen. Ja. So, du. 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 Ja, ist egal. Ja, aber wir hätten echt eine Apollosa holen sollen. Ja, Apollosa wäre auf jeden Fall besser gewesen. Aber warte mal, die Apollosa wäre nur für zwei gelegen. Dann hätten wir seinen Boy nicht weggebracht. Ach stimmt, die hätten ja gar nicht mit vier Materialien holen können. Oder warte, wie viel hätte der Dreier gedebufft? Um 300 Attack für jedes Monster mit einem verschiedenen Typ, glaube ich. Also You Control, dann nevermind. Dann war es so korrekt. Ja, mit Apollosa hätten wir den nicht kaputt bekommen. Aframax ist gleiches Problem. Kein Tengu. Wie können wir den Tengu nicht benutzen für den Aframax? Ja, Sakko. Ja, und dann können wir immer noch überlegen. Erst Go sagen und dann überlegen. Die Tanky weiß er. Ja, die kennt er, das heißt. Ich glaube besser als so wäre nicht gegangen. Aber gut, wenn es nicht unbedingt direkt ein Oviraf oder dieses blöde Krokodil von oben kommt. Ich wollte gerade sagen, also der Profi-Dinosaur-Spieler zieht den Dino von oben. Warte, wird der überhaupt mit Access Code und Tengu fertig? Mit nur Oviraptor? Nur Oviraptor ist ein plus 5 oder so, also normalerweise ja. Der kann den jetzt discarden. Ja, für dann kann er irgendwas aus dem Deck holen, hat genug im Friedhof. Auch wenn es ein Baby sein wird. Und dann kann er Oviraptor für den Schuss und was aus dem Friedhof holen und Baby holt dann noch was, schon klar. Nee, ich bin auch gerade überlegen, ob das reicht. Aber er muss ja sowohl einen Schuss bekommen, der den Access Code, weil er hat ja auch noch den Vierer, der gebanished wird, der kommt ja auch noch. Ne? Ja, warte, wir haben doch jeden Tribe Brigade dreimal im Deck. Ja. Das heißt, wir haben nur. Wir haben nächste Runde schon nochmal was, ja? Ja, das heißt, jetzt nur darum, dass wir jetzt nicht sterben. Gut, wir haben. Und Negates bauen kann er eigentlich nicht, weil er muss ja, ne? Ja, weil er muss ja irgendwas um den. Er kriegt ja keine 5-3-Attack auf einen. Ah, Pankratops, natürlich. Klar, kann Pankratops einfach wiederholen. Okay, dann. Ja, aber das ist jetzt ein Monster weniger, das Damage aufbauen kann, weil der Pankratops muss sich selbst Attributen für den Schuss. Tengu haben wir keinen mehr im Deck, oder? Wir haben sie durch alle drei durch. Oder haben wir noch einen? Nee, wir haben keinen mehr. Okay. Das ist der dritte, der jetzt auf dem Feld liegt. Miss Elaine ist es once per turn, oder? Ja. Okay. Das heißt, der schießt den Access Code kaputt. Dann latscht dafür. Das ist nicht lief. So und so viel Schaden rein. Und holt dann noch einen Lagia. Und dann sind wir ziemlich. Dann sind wir ziemlich abhängig von der Karte, die wir ziehen. Okay, oder holt erst Lagia. Okay, dann macht er halt weniger Schaden, auch gut. Okay, also. Wollte gerade sagen, okay, das ist ein Mandatory-Trigger. Okay, also das Kier kann funktionieren, abhängig von der Karte, die wir jetzt ziehen. Mhm. Der Oviraptor von oben war gut. Mhm. Ich weiß nicht, hätten wir wirklich nichts anderes als Access Code holen können? Ja, halt, eine Apollosa mit zu wenig Attack halt. Ist das ein aktiver Effekt? Das kommt einfach. Ha. Ja, aber das kann er mit Lagia negieren. Also können wir mal gucken. Vielleicht negiert er das ja. Muss eher das erste sein. Ja. Lässt er natürlich durch. Ja, dann. Er kennt die Tanky, ja. Dann sind wir tot. Oder wir warten noch einen Zug. Er hat nicht Leafle auf dem Feld, er müsste wieder was topdecken.
Stimmt. Eine Chance haben wir noch. Also der Profi wird jetzt natürlich den dritten Ophiraptor von oben ziehen. Ja, aber das ist wirklich so. Also wenn du Dino spielst, dann ziehst du immer Oviraptor von oben. Immer. Also ich spreche da aus langjähriger Erfahrung. Das ist nicht Oviraptor. Hä? Hä? Ah, ja klar, der Miscellaneous. Dann sind wir tot. Ja, dann sind wir tot. Okay, das heißt ja, aber das ist auch ein cleverer Zug. Linkuribu normeln und Lagia draufhauen, um den Miscellaneous in den Friedhof zu kriegen. Boah, das war ein schönes Duell. Ja, war's. Gut, dann schauen wir mal, was wir morgen für einen Deck haben. Bis dahin.